Hallo, ihr lieben Gartenfreunde. Ein kurzes Video zu der Frage, wie oft sollte man die Pflanzen, die Setzlinge, die wir jetzt noch, ich denke, jeder hat sie noch drinnen, düngen. Also hier seht ihr Paprika, die meisten in der Blüte. Also ganz viele haben schon Blütenansätze. Die Tomaten, ja, Pflänzchen sind noch nicht so toll, also nicht so groß und sind noch nicht vor der Blüte, aber das sind noch die kleinsten. Die werden erst Ende Mai rausgepflanzt, deswegen sind sie so klein. So. Und zum Thema Düngen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es kommt immer darauf an, düngt man jetzt mineralisch? Hat man zum Beispiel einen NPK-Dünger, den man sich im Supermarkt, im Baumarkt, im Gartenmarkt geholt hat, wo das NPK auf der Rückseite immer aufpassen. N, P und K, das sind die Zusammensetzungen für mineralische Dünger. Für die jeweilige Kultur, also für die jeweilige Frucht, ob es Tomate oder Paprika ist, immer abgestimmt ist. Wenn man mineralisch düngt, dann schaut man einfach, was auf der Packung steht. Wenn man aber mit Hausmittel düngt, so wie ich das mache, ich benutze Zwiebelschale, ich nehme Holzasche, ich nehme Kaffeesatz, ich habe unter anderem auch Eierschale, Bananenschalen, alles, was in der Küche so als Abfall ist, benutze ich auch oft Unkrautjauche, Brennesseljauche, Wurmtee unter anderem. Ja, und viele Sachen. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, was genau die Pflanze jetzt braucht. Also bei Tomaten zum Beispiel, so wie die jetzt, ich schaue immer ein bisschen nach meinen Pflanzen. Also ich kann jetzt nicht sagen, man sollte alle 3 Wochen düngen. Das wär wahrscheinlich falsch. Also an erster Stelle Pflanzen anschauen. Wenn die Pflanzen, so wie die jetzt hier meine, in 200 Milliliter Becher sind, das sind 200 Milliliter Schmand- oder Schlagsahnebecher, und die unteren Blätter so aussehen, ihr seht das Gelbe, das heißt, Stickstoffmangel ist hier da. Hier jetzt ganz sanft, ganz wenig Stickstoff düngen. Stickstoff ist Unkrautjauche, Zwiebelschalenaufguss und so weiter. Oder Wurmtee, wenn ihr habt, das sind auch noch andere Zusatzstoffe dabei, aber an erster Stelle ist es Stickstoff. Und die Pflanzen brauchen jetzt Stickstoff. Stickstoff braucht man für das Grüne. Also einfach, ganz einfach merken, Stickstoff grün, Phosphat der Wurzel und Kalium ist für die Frucht. So, und jetzt in dieser Wachstumsphase, wo die Pflanzen eigentlich nur das Grün aufbauen, die wachsen nur, ist Stickstoff Priorität Nummer eins. Deswegen, solange sie wachsen, beobachten. Beim Anzeichen immer bei unten gelb, also von unten nach oben werden die Nährstoffe von der Pflanze abgegeben. Wenn es unten gelb ist, also Nährstoffmangel ist vorhanden, düngen mit Stickstoff. Das ist das Einfachste. So, und immer wieder schauen. Also ich würde sagen, nicht öfter als einmal mit Stickstoff, wirklich 3 Wochen, aber sehr verdünnt. Man muss bedenken, die Pflanzen haben hier kaum Nährstoffe bis jetzt gehabt. Und wenn man den Boden selber mischt oder wenn man Aussaaterde hat, da ist genauso wenig drin, da ist sehr wenig drin, weil die Pflanzen durch ihre kleine Wurzel nicht viel aufnehmen können an Nährstoffe. Deswegen vorsichtig verdünnen, also wirklich sehr verdünnen nach der Angabe von der Packung, immer noch die Hälfte machen. Also das ist so mein Weg. Also ich gehe immer so. Ich mache immer wirklich, ich verdünne es immer noch mindestens einmal. Wenn es sagt 5 Milliliter auf 1 Liter, dann nehme ich 2,5 Milliliter auf 1 Liter. Aber das, wie gesagt, ist mein Weg. Und dann zum Beispiel in 3 Wochen kann man das locker wiederholen. So, wenn die Pflanzen anfangen zu blühen, so wie hier jetzt bei den Paprika, ihr seht die Blütenansätze, und dann fangen sich an, Früchte zu bilden, dann braucht Paprika Kalium. Für die Fruchtbildung brauchen Pflanzen Kalium. Und Kalium habe ich zum Beispiel in Holzasche. Da sind auch noch andere Zusatzstoffe dabei. Aber dann dünge ich mit Holzasche. Man muss immer ein bisschen nach dem Wachstum der Pflanze gehen. Wie wächst sie? Welche Pflanze es ist? Grünes Aufbau, also grüne Pflanze, Aufbau der Pflanze, Stickstoff zum Beispiel stark verdünnt alle 3 Wochen. Alle 4 ist noch besser. Wenn sie aber tief in der Blüte sind und Fruchtbildung, dann bitte Stickstoff beiseite, weil wir brauchen nicht das Grüne, wenn sie blühen, wir brauchen die Frucht. Dann am besten vielleicht noch ein NPK nehmen, der ist abgestimmt auf Wurzel und Fruchtbildung. Oder wenn man selber macht, dann wirklich Stickstoff sehr reduzieren oder gar ganz weglassen bei der Fruchtbildung. Ganz wichtig. Anfang der Wachstumsphase Stickstoff, später bei der Blüte und Fruchtbildung Kalium oder NPK, wo man alles hat. Also Stickstoff, P steht für Phosphor und K für Kalium. Das ist jetzt so meine Erfahrung, mein Weg. So, und dann habe ich hier ein besonderes Beispiel.
Also ich zeige euch mal das Grün von anderen Pflanzen. Es ist sichtbar, es ist schön grün. Es sind zum großen Teil gesunde Pflanzen. Man muss dazu sagen, die haben hier bis vor letzter Woche alle im Gewächshaus übernachtet bei sehr kalten Temperaturen. So, und jetzt hier dieses Beispiel. Ihr seht, diese Pflanze hat alles an sich außer grün, von gelb, pink, lila, alles. Nur nicht grün. Bei sowas, wenn ich so eine Pflanze habe, die habe ich jetzt umgetopft in eine nahrhaft reichere Erde. Und damit sie jetzt hier sich schnell erholt, wenn man wirklich kranke Pflanzen hat, denen das mal ansieht, so wie die hier, dann nehme ich eine stark verdünnte Hefedüngung. Also Hefewasser, ein bisschen Zucker, Hefe, so wie man Hefe benutzt in der Küche, hier auch vorgehen. Was macht Hefe? Hefe hilft in diesem Fall einfach der Pflanze, die Aufnahme von der Nährstoffe schneller zu machen. Nur das, das ist sozusagen der Beschleuniger. In diesem Boden sind Nährstoffe drin. Ich habe dafür gesorgt, ich habe sie selber gemischt, auch wenn ihr gekaufte Erde nehmt für Gemüse, da ist alles drin. Das ist gute Erde und damit die Pflanze es schnell macht, sich schnell wieder erholt, also die sieht ja schlimm aus, gell? Also damit es dann schneller passiert, eine Hefedüngung vornehmen und das kann man eigentlich für alle Pflanzen machen, die jetzt Gott sei Dank wieder im Warme weiter wachsen dürfen, damit sie sich schneller nach der Kälte erholen, damit sie schneller die Nährstoffe, die im Boden noch vorhanden sind, aufnehmen, weil während der Kälte haben sie eine Pause gemacht. Und dann nimmt man eine Hefedüngung, eine stark verdünnte Hefedüngung zum Beispiel. Jetzt hergehen, Stickstoff, ob es eine Brennesseljauche ist oder anderes Unkraut oder ein Wurmtee oder wie ich mit Zwiebelschale Wasser gedüngt habe. Und dann als nächstes 10 Tage warten und einfach hinterher so eine Hefedüngung vornehmen. Die hilft auf jeden Fall dann, dass die Pflanzen das einfach schneller aufnehmen. Die Wärme ist jetzt Gott sei Dank da, die Pflanzen erholen sich schnell und so können wir ihnen helfen.